Mehr Freiheit für freie Berufe. Das war die Botschaft der Freien Wähler beim Neujahrsempfang 2016 im Bayerischen Landtag. Und die liegt besonders dem gesundheitspolitischen Fraktionssprecher Dr. Karl Vetter am Herzen, der als Arzt selbst jahrelang als Freiberufler gearbeitet hat. Vetter betonte die Bedeutung der freien Berufe für die Wirtschaft in Bayern. Bei unserer Arbeit übernehmen wir alle, die wir hier sitzen und stehen, persönlich Verantwortung. Wir leben sie tagtäglich vor. Und das unterscheidet uns Freiberufler von manchen Großkonzernen, in denen sich Einzelne leider allzu oft von kurzfristigem Erfolgsdenken oder der nächstbesten Bonuszahlung leiten lassen. Die gelebte Verantwortung, meine Damen und Herren, verbindet uns Freiberufler wiederum zum Beispiel mit familiär geführten Wirtschaftsbetrieben, wie es sie bei uns in Bayern Gott sei Dank noch reichlich gibt. Weiteres großes Thema war die aktuelle Flüchtlingspolitik. Fraktionschef Hubert Aiwanger forderte endlich Lösungen von der Staatsregierung, wie sie die Freien Wähler schon seit langem vorschlagen. Wir haben vor eineinhalb Jahren schon gesagt, wir müssen Fluchtursachen in den Herkunftsländern bekämpfen. Und wenn Frau Merkel das heute und die letzten Tage ja endlich auch anspricht, in den Herkunftsländern tätig zu werden, dann müssen wir trotzdem gleich ergänzen, es ist traurig genug, dass der deutsche Beitrag für die UNHCR-Projekte immer noch nicht in voller Höhe bezahlt ist, dass in den Flüchtlingsheimen Libanons, Jordaniens und der Türkei ja immer noch nicht die Gelder dort sind, damit die Leute vor Ort bleiben können. Es ist für mich auch nicht nachvollziehbar, dass man mit den europäischen Nachbarn bis heute keine vernünftige Arbeitsgrundlage hat, dass Österreich vor zwei Tagen von der Frau Merkel gemaßregelt worden ist, weil sie jetzt darauf hinarbeiten, ja eine Begrenzung der Zuwanderung anzufisieren. Wie weit sie es dabei bringen, ist ja noch der zweite Schritt, aber zumindest wollen sie es angehen. Aber es kommt gleich der mahnende Zeigefinger aus Berlin, lass das mal bleiben. Also da fragt man sich schon, wo soll denn diese Politik überhaupt hinlaufen? Dass sich die Freien Wähler auch auf europäischer Ebene für eine Lösung der Flüchtlingskrise einsetzen, zeigte die Europaabgeordnete Ulrike Müller auf. Die Beschlüsse des Europäischen Parlaments müssten nun aber auch umgesetzt werden. Wir brauchen gleiche Asylleistungen innerhalb ganz Europa und wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Eins ist uns allen klar. Die vielen Zuzüge und die Zuwanderung, die muss beschränkt werden. Und wir haben maximal noch 3 Monate Zeit. Diese Hotspots werden innerhalb 4 Wochen jetzt in Griechenland und in Italien eingerichtet. Und ich glaube, wenn wir jetzt gemeinsam mit der Kommission tatsächlich an dem Geldhahnen drehen und den 28 Staaten, die sich hier nicht mitbewegen, das keine Gelder mehr überweisen, dann wird es auch innerhalb Europas ein Umdenken geben. Abschließende Worte fand der parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Florian Streibl, besonders vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise und des Terrors auf dieser Welt. Wir sind hier als Politiker, aber auch in der Wirtschaft gefordert, die Zukunft zu gestalten, damit wir letztendlich auch eine Zukunft haben. Denn wer nicht handelt, der wird behandelt. Und wir sind aufgerufen zu handeln. Und dabei dürfen wir nicht Getriebener der Angst sein, sondern wir müssen die Träger der Hoffnung in diesem Land werden. Und die Herausforderungen, die uns von außen treffen, das ist mal die Flüchtlingssituation, das ist der Menschen- und Gott verabscheuende Terror, das ist der Klimawandel, das ist TTIP und Konsorten, das ist auch eine digitale Revolution. Und das sind alles Themen, die wir hier im Haus im nächsten Jahr auf der Agenda haben und mitbehandeln werden. Auf die Freien Wähler wartet also auch im neuen Jahr wieder viel Arbeit, der sich die Abgeordneten mit all ihrer Energie widmen werden. Für die Menschen in Bayern.